Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu DayZ Origins. Ja, wir sind irgendwie in einen neuen Server mal reingekommen, weil der alte Server, nämlich der, wo wir vorhin gespielt haben, der ist heute seit 8 Uhr offline, also der Vektor hat es zumindest gesagt. Und da habe ich den ganzen Tag gewartet, habe gedacht, ach komm, probierst du mal einen anderen Server aus. So, dann gehen wir mal hier runter. Ja, ich kann ja drei Sprachen, Englisch, Russisch und Deutsch. Also kann ich da... Mietu, ra, ad, minana, ser, vaki. Ja, das ist natürlich eine gute Voraussetzung, dass da kein Admin online ist und dass wir hier machen, tun können, was wir wollen. Aber wie es ausschaut, ist es ein russischer Server, weil die russische Sprache noch dabei ist. Okay. Okay, es ist ein kleines Déjà-vu. Moment mal, wir sind hier eindeutig... Ne, wir sind schon richtig. Da drüben ist ein Beilauf. Müssen wir hier rauf, lauf, latschen. So. Okay, das ist ein russischer Server. Ich frage mich, ob ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt wieder zum anderen Server spielen will, ob ich dann auch die alte Rüstung habe oder ob das jetzt hier jedes Mal neu startet. Also, dass man da jedes Mal, wenn man einen anderen Server betritt, das alte gelöscht wird. Na gut, wir gehen mal wieder vor, da hinten davor und holen uns mal was zum Essen. Übrigens, unser Starter-Pack ist so ein Alice-Pack. Und aber dafür haben wir hier, meine Freunde, eine Silence-Pistole. Bloodpack und Dingsbums sind auch dabei. Oh, ach! Meine Güte, wir haben hier sogar die volle Ausrüstung. Wir müssen... Und warte mal, was ist mit den Skills? Die Skills sind aber dafür... Hahaha. Dafür keine Skills. Okay, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Wir müssen natürlich hier Bücher lesen. Das ist was ganz anderes. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange ich der hier überhaupt... Wir machen mal das Dings. Müssen wir jetzt mal was zum Futtern hier finden. Müssen wir ein bisschen lauter machen. Ein bisschen leise sein. Da reinschleichen, das Zeug holen. Drei Spieler online. Also scheint ein russischer Server zu sein, weil da die auf Russisch geredet haben. Aber wir müssen uns mal hier mal gucken, was wir hier, ob hier irgendwo essen ist. Da ist doch was. Das ist schon mal gut. Trinken und essen. Dafür ist natürlich unser Rucksack kleiner. So, was ist das hier? Das ist glaube ich nur... Ah doch, Salami-Sandwich. Lecker. So. Gehen wir mal weiter. Hier gibt es auch was zum Futtern. Also zum Essen haben wir genug. Und zum Trinken. Schauen wir mal, was wir hier alles finden. Es ist ein PvE-Server. Natürlich sind wir wieder mal PvE. Lustig. Ja, gehen wir mal hier rein, schauen wir hier um. Gott, es ist hier finster, Leute. Die Frage ist natürlich, wann ist wieder der Server restart? Wisst ihr? Ne, warte mal. Wie seid ihr, wie heißt, wann auf Englisch? how much time to... Oh. So, schauen wir mal. Oh, jetzt hat uns das Zombie gesehen. Jetzt gehen wir mal da hin. So, was haben wir hier? Da haben wir auch was zu trinken. Zombie hat uns wieder verloren.
Zombie war aber ganz schön, ja. Natürlich antwortet keiner. Was ist das? Eine Flasche leer oder eine Flasche irgendwas? So, was ist das hier? Eine Mütze. Nicht was zum Essen, aber das haben wir ja schon. Hier mal Dingsbums. Weiter. Ah, wir haben ja eigentlich... wir sind top ausgerüstet. Wir müssen nicht mal beim Krankenhaus vorbeischauen. Das ist ja super, ne? So kann man auch mal rumgucken, welchem Server wie die Ausstattung am Anfang ausschaut. Und dann kann man sich ja anpassen und sich den Server aussuchen. Natürlich sind solche Server nicht langlebig. Ne? Und ja. Ich überlege mir gerade irgendwann vielleicht mal einen eigenen Server zu eröffnen. Und dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Und es gibt das Spiel gibt es nicht mehr. Nein. Den einzigen Server, den es gibt wahrscheinlich. Uah. Wie sieht es eigentlich mit... Ach, Axt haben wir schon, ja. Sogar eine Säge haben wir. Okay, aber hier gibt es eigentlich nichts mehr, ne? Ich frage mich, wann hier der Restart ist. Schauen wir nach oben. Ich sehe gar nichts, Leute. M9 Magazin und eine M9. Das haben wir hier. Jetzt hat es einen fiesen Ruckler gegeben. Aber der fiese Ruckler war eigentlich kein fieser Ruckler, denn der fiese Ruckler bleibt auf der Stelle stehen. Dieser Ruckler hatte 3, 4, 5 FPS. 3 FPS oder so. Aber gut, dann gehen wir halt weiter weg hier, raus hier Richtung Dubovo. So. Ja, vielleicht am besten, wenn wir... hier außen rumlatschen. Nicht direkt da rein, oder? Oder wie schaut's aus? Ist da irgendwo eine Mission aktiv in beiden Dings? Wo ist denn das? 7, ne, 0%, aber die sind alle aktiv, oder? Die kann man, glaube ich, alle triggern. Ich glaube nicht, dass wir da hier noch, dass wir da runtergehen sollten. Da könnten da NPCs sein mit dem, mit dem Linksbums. Ganz schön gruselig, ne, hier. So. Hier ist die Mine. Hier kann man sich was, wie man mit die Steine holen, bei der Mine von Bailo. Drüben kann es kalt werden, so ein Gebirge da oben. Ja, richtig dunkel jetzt. Schauen wir mal weiter. Hier gibt es eigentlich nichts Besonderes. So ein Bagger kann man sich dann auch irgendwo holen. Man kann dann das Haus abreißen. Ja, das also, wenn man zum Beispiel umziehen will, das Haus irgendwo anders hinbauen will. Das haben wir damals mit dem Chris gemacht. Da hatten wir unsere erste Base in Dubovo und haben sie abgerissen. Oder nee. Doch, ja, und dann hat uns der Joker noch ein... Ne, wir haben von auf dem Berg, wo uns der Joker, auf dem anderen Server, war ein Spieler, der hieß Joker, der hat da drüben eine Base gehabt, in Bailo. Und der hat uns einen Tipp gegeben, der wollte uns an einem Berg oben, wo es kalt ist, unseren Base aufbauen lassen. Aber man muss gesagt später, nein, der Chris wollte dann auch ein E-Haus bauen. Also die Elektromast-Häuser da, die man mit Elektromast baut. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann ziehen wir halt um. Haben uns den Bagger geschnappt. Den gab's. Der stand damals auf dem Server in Sabina.
Sabina ist die Stadt, wohin wir entlang laufen. Richtung Dobovo, neben Dobovo. Und da war natürlich der Bagger. Den haben wir uns dann geschnappt. Ausgeliehen vom Joker. Sind auf den Berg. Und der hat da einigermaßen war er schnell. Da, na gut, sagen wir mal so. Zwischen 30 und 50 km/h war der Bagger schon schnell. Also da war einer der für seine Verhältnisse schnell genug. Ach übrigens, hier ist, ich habe es jetzt erst gemerkt, dass hier die Vegetation, also nicht vorhanden ist. Also, das hatten wir auch auf einem anderen Server gehabt. Das dafür kriegen wir hoch vielleicht sogar höhere FPS. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber wir sollten uns natürlich wieder zu den Baracken begeben dann später. Das ist auch noch eines unserer Ziele. Schauen wir mal. Ich bin mal echt gespannt, ob der andere Server, mit dem ich gestern gespielt habe, auch wieder online ist. Aber dazu müssen wir erstmal einen Cut machen, meine Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Meine Damen und Herren, willkommen zurück. Haha. Wir haben ein Problem. Denn hier habe ich gerade jemanden rumballern sehen. Also das ist da unten. Auch im G-Schützen irgendwo hier. Ich glaube, wir werden gleich drauf gehen, ey. Das ist der Hammer. Ich will ganz kurz gucken. So. Ich glaube, hier ist eine Mission. Das ist eindeutig. Okay, dann müssen wir dann ganz oben hoch vorbeilaufen, Leute. Diese Missionen sind überall getriggert. Ey, das ist ja der Hammer. Meint ihr, man... Oh ja, wir sind am Arsch. Ach shit, wir sind glaube ich wieder falsch. Ja, wir sind total falsch. Wir dürfen nicht auf den Berg hochlatschen. Ja, so, wir bald hier rum. Da drin ist einer. Mal gucken, also... Ah, da drüben Schüsse. Da. Da sind Schüsse. Scheiße. Mein lieber Mann, du. Die bluten jetzt verrückt, ne? Jetzt haben wir natürlich freie Wahl. Da ist unten seiner verrückt. Boah. Da unten ist da noch einer. Uiuiuiui. Da wird geballert, wie verrückt. Wir werden gleich ohnmächtig. Das war richtig sehr unklug von uns. Verbinden müssen wir uns übrigens auch. Naja, wir werden es eh nicht überleben. Nee, da... Oh shit, jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir am Arsch gewesen. Zack. Try again. So, sowas kann passieren, wenn man in eine Mission reinläuft. Aber gut. Na gut, schauen wir nochmal rein. Das war natürlich richtig unklug.
Na gut, wir hätten auch weiter ein bisschen weiter reinlaufen können, aber... Ah ja. So. Dann können wir eigentlich auch... Sollen wir da wieder in Beilog spawnen? Eigentlich hätte ich auch im Ether noch spawnen können. So, ich bin ja so blöd, habe mich dann auch... Hallo, wo sind wir denn? Ah, da. Gehen wir erstmal wieder was zu essen holen. Zack, zack. Aber dabei hatten wir eigentlich alles dabei, ne? Wir hatten ja hier, oh, einiges dabei. Wir sind halt bloß richtig schön in die Falle gelatscht. Hätten wir auch ein bisschen weiter laufen sollen, aber da waren es schon viele eigentlich. Da waren da eigentlich schon einige. So. Also merken, da ist auch eine Mission. Und ich frage mich jetzt eigentlich auch, ob da die Mission da bei dem hier unten bei der links ist, bei dem beim Bauernhof. Beim Bauernhof, bei der Scheune meine ich. So, wir müssen nur zum Lebensmittel laden. So. Hier will ich eigentlich nichts mehr nachschauen. Ich will zum Lebensmittelladen laufen. Okay, schauen wir gleich mal an. So, wie jemand online, ja. Es sind noch drei Leute oder so. Also mit mir sind es drei Leute, die online sind. So, gestorben bin ich. Steht da irgendwie zwei, ne? Warum steht da zweimal? So, okay, der hat sechs Stück umgebracht. Ferkel war da. Ferkel kenne ich aber auch irgendwo her. Hab ich auch irgendwo habe ich den auch mal gesehen. Ferkel. Oder? Keine Ahnung. Das kann schon sein. Das sind ein paar Anzüge. Klamotten meine ich. Hier ist was zum Trinken. Also zum Essen beziehungsweise. Man hat schon hier ein gutes Startpack. So ist es nicht. So, ein Riegel haben wir hier. Da, zack. Roasted Chips. Ich glaube, ich habe da irgendwo Schüsse gehört. Ah, da ist noch was. Wow. Zweimal Eistee. Eine Cola. Zack. Da ist noch ein Riegel. Und hier ist nochmal... Das ist ein ganz schöner Loot hier. Also kann man nichts dagegen sagen. Verhungern können wir nicht. Verdursten auch nicht. Na, kurz schauen wir noch mal hier rein. Was ist das? Handschuhe. Sollen wir da Handschuhe einfach mal anziehen aus Spaß? So, hier roten Handschuhe. Okay, also die kann man da so gucken. Ah, da sind die Handschuhe, sind die glaube ich gar nicht rot. Naja, ist ja wurscht. Kann sich aber angucken, wenn man jetzt also so lang laufen, also so dürfte man nicht. Aber wir laufen jetzt mal durch Sabina. Ich frage mich, ob ich da hier durchlaufen soll, Leute. Was ist, wenn da hier diese Typen da sind? Diese... Soll ich das riskieren? Komm, mach mal. Wir sind ja eh... Wir haben eh gar nichts zu verlieren. Wir sind ja durch NPCs gestorben oder durch Banditen. Keine Ahnung. Wir sind durch die... KI gestorben. Können wir auch dann bei der 7 nachschauen, aber ich weiß nicht, wie die Mission heißt. Das müsste quasi hier. Guck mal, das ist alles. Fast alles aktiviert noch. Da
Noch keine Sau macht die Dinger. Schauen wir mal, ob da oft in der Scheune was ist, ne? Ja gut, in der Scheune sind selber welche Zombies, sind Zombies drin. Da ist ein Zombie. Da ist noch ein Zombie. Und unten sind noch Zombies. Die sind unten wahrscheinlich. Ja, ist ja auch egal. Dann laufen wir mal weiter hier, ne? Gefährliche Sache ist natürlich da unten Sabina. Wo diese ganzen Kerle sind. Aber hier ist noch keine NPCs. Also das, die Mission ist hier nicht aktiviert. Zombie. Kriegen wir ihn? Okay, den haben wir. Kein Problem. Null Problem. Unser Loot brauchen wir nicht. Wir haben schon genug Essen dabei. Jetzt kann es eigentlich nur noch runterlatschen und das war's. Jo. Mal gucken, vielleicht wird ja der... Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Aufnahme dann beende und dann aufhöre heute zu zocken oder weitermache. Und wenn, dann mache ich dann morgen weiter. Und schauen wir mal, ob der Server morgen überhaupt noch da ist. Also ob er wieder da ist, meint der andere, wo ich davor gespielt habe. So. Naja, hier runter. Ich habe irgendwie geguckt, ob da hier die Badewanne da war. Das Bettmobil, Waffenmobil. Sind da Spieler noch? So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und sehen uns dann nächstes Mal. In der nächsten Folge. Entweder wieder hier auf dem Server oder den davor. Also da, wo wir schon Held Level 1 sind. Und nach dem Klatschbutton gesucht haben. Also meine Freunde, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.